geht weiter etwa in der Richtung UCS und Invention ein wenig, aber ich möchte doch am Anfang ein paar Gedanken äußern, warum ich überhaupt hier bin. Sie sehen hier die Waage, habe ich lange dran rumstudiert, wie ich das jetzt hier rüberbringen soll. Eigentlich ist bei uns an der Berufsschule Bern das Betriebssystem sekundär. Wir schauen eher, und ich komme jetzt zur nächsten Folie gerade dazu, was wir eigentlich machen. Mein Name ist Beat Klose, ich bin an der Gewerbeschule Bern, bin ich Fachlehrer bei den Informatikern. Also wir bilden diese Leute aus, die dann die Informatik benutzen und die Informatik prägen in der weiteren Zukunft. Und dort haben wir doch auch eine Verantwortung in Bezug auf Open Source. Die nehmen wir sicher sehr gut wahr, habe ich das Gefühl. Okay. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wo ich überhaupt positioniert bin. Die Gewerbeschule oder die gewerbliche industrielle Berufsschule Bern, wie es so schön heißt, ist eine sehr große Schule. Die hat etwa 7000 Jünglinge und Töchter aus. Und zwar in etwa 110 Berufen. Das geht also von Kaffeehose bis zum Informatiker. Hufschmiede hat es auch noch, aber nicht mehr so viele. Und ich arbeite aber in der Abteilung für Informations- und Energietechnik, das ist die IET, vielleicht hat jemand in der Lorraine den neuen Campus schon gesehen, das ist ein Glasgebäude. Und dort haben wir schwergewichtig die Informatik in der Ausbildung, wie Sie hier sehen. Wir bilden im Moment, genauso wie UCS das mir gestern und vorgestern gesagt hat, haben wir im Moment 1100 Lernende im Bereich Informatik in 60 Klassen. Und dann haben wir noch Informatik, lastig ist die Telematikschule, das ist eine Technikschule, HF. Und dann haben wir noch zwei andere Berufe, Elektro, das sind diejenigen, die uns den Strom liefern, und dann noch die Elektronik, die die Platinen zurechtschneiden. Ich selber, ich bin hier engagiert in der Informatik, eben wie gesagt, Fachlehrer. Meine Evolution ist sehr, im dritten Lehrungsabschnitt bin ich jetzt noch Berufsschullehrer, ich habe angefangen mit Privatschule, dann habe ich Wirtschaftsinformatik studiert und dann im dritten Lehrungsabschnitt habe ich gesagt, ich möchte den jungen Leuten auch noch etwas von meiner Erfahrung mitgeben und habe noch die Berufsschulausbildung gemacht an der Hochschule für Berufsbildung in Zollikofen. Und jetzt bin ich 10 Jahre dort. Und habe auch festgestellt, dass es verschiedene Mängel hat mit anderen Kollegen, weil Informatikausbildung heißt, wir müssen ja diese Leute ausbilden in der Handhabung einerseits im System, oder die müssen wissen, was noch im System ist, und andererseits haben diejenigen, die dann die Applikationsentwicklung machen. Diese zwei Unterteilungen haben wir, diesen Quoter gibt es nicht mehr ab diesem Jahr. Das sind diejenigen, die Druckerpatronen wechseln. Etwas so grob. Eben, als ich vor 10 Jahren angefangen habe, bin ich sehr, sehr mit vielen Illusionen an diese Berufsschule herangetreten und habe dann gemerkt, dass die Ausbildungsmöglichkeiten eigentlich nicht sehr günstig sind für Informatiker, weil wir haben uns mit einer Informatikumgebung abmühen müssen, die eigentlich für 0815 Anwender gebaut wurde. Korrekt für eine Coiffeuse. Aber nicht für die Informatikausbildung. Das hat einen langen Kampf gegeben und schlussendlich hat es dazu geführt, dass in 2013 hat es einen Entscheid gegeben vom MBA, dass wir ein eigenes Netz bauen müssen. Was das heißt, wenn Sie sich vorstellen, uns hat man abgehängt am Internetanschluss, wir hatten nichts mehr für diese Abteilung. Partnerfirma haben wir irgendwie über das Internet gefunden, über Baselschulen, über die Geek-Utens, und dann sind wir zu Affinity-Group gestoßen, weil wir eigentlich als Grundsatz uns gesagt haben, wir wollen die Basis für die neue Informatik wollen wir auch offen installieren. Damit wir auch in der Ausbildung diese Infrastruktur mit einbinden können, das war das Hauptziel.
Diesen Entscheid kam, und das hat geheißen, dass im Sommer, am 1. August 2013, wiederum einen vollständigen Betrieb haben müssen. Wir hatten nichts mehr. Also, wir können uns, könnt euch vorstellen, wie auf der grünen Wiese haben wir angefangen, von der Firewall-Anschluss zum Provider, Firewall und dann die ganze Serverinfrastruktur. Dank einer guten Unterstützung von Basel und auch dank dem, dass wir ehemalige Informatiker aus unserer Ausbildung motivieren konnten, bei uns einzusteigen als freischaffende Informatiker, konnten wir das Projekt in 6 Monaten realisieren. Die Hauptziele waren ganz klar, das IT-Netz soll ein Rückgrat werden, handlungsorientiert. Eben, man darf das Zeug anrühren, das man auch vermittelt. Und jetzt zum Leistungsumfang, das heißt Open Source oder nicht Open Source, das ist nicht unsere Wahl. Wir müssen ausbilden, dass die Wirtschaft will. Und wenn man eigentlich gut schaut in die Wirtschaft, hat es viel mehr Open Source versteckt in den Rechenzentren als man meint. Man spricht eigentlich sehr gerne nur von den Frontends und den Desktop-Anwendungen, aber die ganzen Serverzentren, zum Beispiel bei PostFinance, bei Swisscom und so weiter, dort stehen ganz, ganz viele Linux-Rechner im Background. Und diese Leute müssen wir ausbilden. Also müssen wir auch die Mittel und die Werkzeuge bereitstellen. Das ist etwa das, was wir geschafft haben in diesen 6 Monaten dann. Dann ein großes Play-Center von IBM kaufen können, auch mit etwas Unterstützung. Eine Schule macht ja auch Reklame, indem man etwas hinstellt. Und dort haben wir jetzt im Moment, kann ich anschließen bei Markus Böhmer, wir haben das gleiche System gewählt, UCS, also diese Menschen Corporate Server Umgebung für das Management der ganzen Netze, Benutzer und so weiter. Und jetzt haben wir eigentlich im Moment haben wir etwa 300 bis 400 SIM-Clients im Einsatz. Das ist vor allem dort, wo die allgemeingebildeten Unterrichtseinheiten gegeben werden. Die Workstations sind, komme ich später noch ganz kurz drauf, die werden gebraucht, um echte Informatik auszubilden. Dort brauchen wir potente Maschinen. Und dann hat es sogenannte Edge-Clients, sind normale ausgemusterte PCs, die dann noch gebraucht werden im Elektronikunterricht und so weiter. Was wir auch geschafft haben mit dem gleichen Background wie Basel, wir haben die ganzen Accounts mit unserer Schulverwaltungssoftware synchronisiert. Wir sind einen Schritt weiter gegangen und unsere hauseigene Informatiker haben dann eine Schnittstelle zu Ivento, vielleicht sagt das Bären etwas, geschaffen. Aus diesem Ivento-Schulsystem nehmen wir alle Informationen wie Raumbelegung, wie Stundenplan, welche Lehre hat wer und so weiter. Und daraus erzeugen wir dann die Accounts und die Berechtigungen und die Gruppen. Wir rühren UCS in dieser Hinsicht gar nicht an, sondern wir importieren alles. Das heißt, wir machen jede Nacht eine Synchronisation mit Ivento. Wenn ich jetzt heute Abend einen neuen Schüler erfasst oder das Sekretariat ist am Morgen schon da. Was uns zur nächtlichen Synchronisation geführt hat, sind die Stellvertreter. Damit die Stellvertreter dann auch ihre Klassen sehen am anderen Tag. Ich könnte dann noch sehr, sehr viel erzählen darüber, aber das macht jetzt keinen Sinn. Wir haben aus dem Ivento-Schnittstelle, das ist vielleicht noch interessant, haben wir auch ein Rauminformationssystem gebaut, also unsere Eigeninformatiker, das heißt aus der Ivento-Datenbank können die Schülerinnen bei jedem Schulzimmer sehen, wo bin ich, was habe ich für einen Unterricht, welcher Lehrer steht dort drin. Das sind 40 Schulzimmer bei uns. Das ist wichtig, wenn sie sich verirren. Oder wenn wir Alerts auslösen, können wir direkt über dieses System auch Meldungen auswählen. Ich bin im Moment dran, der Schüler kann über sein Handy eine Meldung eingeben und dann sieht man, ob er krank ist. Das gleiche den Lehrer, dann steht rot auf dem Balken, Lehrer ist abwesend. Dann müssen die Schüler nicht lange suchen und sind froh, dass sie mit gehen können. So, ich verlasse das Thema hier. Oder Sie müssen sich vorstellen, ein 6-Monate-Projekt mit so vielen Infrastrukturen könnte man Stunden erzählen, das will ich nicht machen hier. Ich
zeige Ihnen jetzt etwas mehr noch die Architektur, die Markus Böhm jetzt erwähnt hat. Das ist unsere Architektur, die wir gebaut haben. Das ist ein Serversystem, wo von IBM, das ist ein Flex-System, früher war das ein Blade-System. Das sind Rechner, wir haben es einmal ausgerechnet, wir machen die Nodes auf Rechner, üben normale PCs, und das etwa 2000 PCs, die dort drehen, in diesem Rechenzentrum. Jetzt kommt eigentlich schon die erste Stufe, wo wir dann unsere Philosophie von Open Source umgesetzt haben, wir haben den Hypervisor auf Red Hat aufgesetzt. Also wir haben RF gewählt. Obwohl das es etwas riskant war, noch früher hatten wir VMware, oder sind wir zurück abgestiegen, ich sage jetzt aufgestiegen am Brett und haben die ganze Serverumgebung hier virtualisiert. Dort sehen Sie jetzt vielleicht auch wie die Architektur von UCS ist, das sind die grünen Server dort. Das sind eigentlich unabhängige Server, das kann irgendein Bind sein oder ein DHCP, ISCP, DHCP Server. Oder ein Apache-Server, den man einbinden kann, je nachdem. Das sind ganz normale Linux-Server. Und hier unter anderem ein paar verlorene Debians. Ah, zwei Windows, sehen Sie, sind auch noch dort. Wir brauchen noch einen SQL-Server für gewisse Sachen. Und hier ist GMZ mit Web-Server und SFTP-Zugang und so weiter. Das Schöne hier, das ist der Passwort für hier in dieser Umgebung 500 Windows 7. 3DIs oder VDIs, die wir betreiben dort. Aber eben, wie gesagt, das ist nicht relevant, sondern für mich ist diese Basis viel wichtiger. Was wir auch geschaffen haben, ist die Cloud. Eigentlich spricht heute hier alles von Cloud. Ich pressiere Frank Thomas. Ich verstehe. Okay. Und wir haben gesagt, Prinzip muss sein, dass jeder Lehrer, jeder Schüler, jede Schülerin in der Schule, zu Hause, auf dem iPhone, auf dem Tab, auf ihre Ordnerstruktur zugreifen kann. Das braucht nicht Dropbox zu sein, das kann auch ganz eine normale Datenablage sein. Und wichtig für uns, dass sie auch die gleiche Struktur, wie sie an der Schule sehen, auf ihrem Handy oder auf ihrem PC zu Hause sehen. Und das haben wir geschafft, indem wir ganz trivial, nicht ganz trivial, aber es sieht so aus, mit Hilfe von SFTP und Samba-Mounts diese Geschichte zur Verfügung stellen und ein Schüler sieht dann eigentlich zu Hause seine Ordnerstruktur, wie sie hier zum Beispiel auch sehen. Also seine Klasse, seine Modulordner, wie wir sagen, und so weiter. Okay. Ja, wichtig ist das da hier noch zu sagen. Das sind die Workstations, wo wir die Informatiker ausbilden. Dort haben wir ein spezielles Vorgehen gewählt, weil wir ja eigentlich sehr intensiv Linux-Server-basierte Systemunterricht geben. Und zwar nicht einfach ein Server, sondern ganze Firmenumgebungen bauen müssen. Haben wir schon seit 10 Jahren uns Gedanken gemacht und ich bin dann daran beteiligt gewesen, dieses GPX zu entwickeln. Vielleicht haben wir schon gehört von diesem Teil. Das ist eine virtuelle Umgebung, die jeder Schüler oder jeder Lehrende kaufen muss, anfangs Lehrjahr. Und auf dieser USB-Festplatte ist eigentlich dieses Netzwerk abgebildet. Das heißt, er hat 22 Geräte, halb Windows, halb Linux. Er hat ein sogenanntes LAN, eine DMZ. Und natürlich eine Firewall, die wir hier unten sehen. Und jetzt kann jeder Schüler im Schulzimmer autonom eine ganze Serverumgebung mit Clients aufbauen. Das machen wir jetzt seit 10 Jahren. Im Moment ist dieses Produkt etwa in 6-7 Berufsschulen. Die französische Schweiz hat vor allem in Neuenburg Interesse gezeigt. Wir hatten eigentlich kein Geld, das zu übersetzen bis jetzt. Da müsste auch jemand Unterstützung bieten. Und diese Software eignet sich übrigens auch sehr gut, zum Beispiel in Drittweltländern Ausbildungsangebote anzubieten, weil der Internetanschluss nicht zwingend nötig ist. Man kann autonom in sich das Ganze betreiben. Das ist nur eine kleine Reklame-Einschub gewesen noch für uns IBIX. Und das ist auch alles open, sodass wir natürlich die Maschinen hier, das können Sie selber vorstellen, aber als Produkt selber vertreiben wir das auch.
Ich bin nicht Sales, Markus. Ich möchte aber jetzt ganz gerne noch einen Punkt erwähnen, hier, weil der sehr wichtig ist für uns. Wir haben ein virtuelles Klassenzimmer auf Basis von Red Hat Enterprise Virtualization gebaut, wo die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer von zu Hause die gleiche Umgebung starten können wie an der Schule. Und das ist sehr eindrücklich, da wir jetzt kein Internet haben, habe ich mich gewagt, hier mit meinem iPhone die Verbindung herzustellen. Zu Hause muss man nichts anderes haben als einen Browser. Dort hat man die Adresse ref.egypte.ch und die Welt habe ich jetzt schon vorgewählt. Und dann bekommt man hier entweder eine grüne Maschine, immer eine natürlich, die zur Verfügung steht. Und die kann man dann anklicken und ich hoffe, das funktioniert jetzt da mit meinem iPhone. Und dann kann, das geht schon, dann wird verbunden und jetzt kann die Person, die das gewählt hat, ist hier mit ihrem Account von der GIP angemeldet und hat wieder ganz genau ihre, ich zeige jetzt nur als Beispiel, ihre Ordnerstruktur. Hier sieht man zum Beispiel das Klassenlaufwerk, also meine Klassen und so weiter. Und was eigentlich eindrücklich ist, habe ich vorhin schon mit Frank Thomas besprochen, wir können sogar über iPhone. Ja, jetzt müssen Sie Geduld haben und dann, wenn ich fertig, einen Film zeigen. Also das müssen Sie vorstellen, ich habe jetzt wirklich die nächstmögliche Verbindung gewählt und kann hier eigentlich einen Film abspielen über eine Video, die in der Lorraine steht. Und hier könnte ich noch schnell den Ton anmachen, damit man sagen kann, dass es gerade ganz klar ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was für die Einstellung sagen kann. Das wäre meine kleine Präsentation gewesen zum Thema OSS an der Berufsschule Bern mit einigen Highlights hoffentlich für Sie. Besten Dank.